Willkommen zu Folge 5 meiner Let's Play-Serie. Ich bin ja jetzt ja kurz davor, meinem Fraktionsquest den nächsten Schritt zu schaffen. Ich habe produziert gerade hier zwei Nebenfraktionseinheiten, hier zwei Groller. Und wenn ich die dann in meine Armee hier eingebunden habe, dann werde ich hier die Ruine erforschen. Ja. Naja, dann geht's weiter. Mal schauen, wie es denn passiert. Was ich mir auch noch überlegt habe, halt hier forschungstechnisch, ich denke, ich sollte dann wohl doch hier noch die alchemistische Rüstung vorher einbauen. Die Überlegung war eigentlich erst, dass ich es nicht unbedingt zwingend brauche, weil Rüstung, ja, werde ich wahrscheinlich eben doch kaum in heftigerer Weise, ich nenne es mal so, verteilen. Mir geht es eben doch mehr um die Waffen, weil ich ja doch auf Initiative und Reichweite setze. Klar, ein bisschen aushalten müssen sie schon, aber das wird dann irgendwo zu teuer perspektivisch. Naja, muss man mal gucken. Aber was man natürlich bedenken muss, es sind ja hier nicht nur die Rüstung, es sind ja eben auch die das Zubehör. Und da gibt es schon ein paar nette Dinge, auch eben gerade für den Helden, wo ich schon zusätzliche Slots habe. Also das Ding will ich dann eigentlich eben doch nochmal zwischenschieben. Das ist doch auch wichtiger als die anderen Sachen, die ich jetzt hier habe. Nehmen wir das erstmal rein, so, dann müssen wir das der Reihe nach mal wieder aufrücken. So, dann haben wir das hier. Das sind denn hier jetzt gerade noch 5 Technologien. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht sogar, um hier weiterzugehen. Ich gucke mal noch so ein bisschen hier hinten. Hier die Topografie will ich ja an sich irgendwie auch noch holen. Ja, wegen dem Zentrum für Mineralogie und der Forschung. Aber tja, irgendwo fällt halt das eine oder andere runter. Hier sind auch noch so ein paar Dinge, aber ich muss erstmal weitergehen. Hilft ja alles nichts. Muss sein. So, unabhängig davon werde ich dann eben doch schon mal hier die Pläne für die, ich sag mal, Basiseinheiten neu bauen. Ja, für den Groller hätte ich es vielleicht dann eigentlich vorher schon machen sollen. Jetzt produziere ich ihn schon, dann muss ich es halt aufrüsten per Kauf, aber gut, so ist es daneben. Der kriegt auf jeden Fall eine dicke Rüstung, das ist ja keine Frage. Tja, Schild kann er ja irgendwie nur nicht nehmen. Initiative habe ich hier. Initiative ist albern. Ne, da gehe ich dann doch lieber auf den fetten Hammer. Und na, die Dinger braucht er eigentlich nicht. Scharfe sind gegen Range. Nö, das ist albern. So, das passt für ihn. Und diese Jungs hier. Tja, naja. Mal gucken mit der Rüstung. Tja, ich weiß nicht so recht. Was auf jeden Fall hier sein soll. Das andere Amulett. Pauschal wegen Abwehr gegen Fernkämpfer. Da kann doch mal was rüberkommen. Ich plane ja demnächst die Walters anzugreifen. Und ja, die haben ja doch hier Marinen und so eine Sachen. Da kann schon sein, dass ich mich dagegen verteidigen muss. Überhaupt die Rüstung, die wir jetzt hier haben, wenn ich das mal vergleiche, ja meinetwegen den Helm. Der erste Helm, der hat eben gerade mal 6 Leben. Der hat mehr Leben und gibt dann auch noch Angriff. Also irgendwie sollte ich die schon aufrüsten. Die sind einfach doch deutlich besser. Verteidigung und Leben. Was haben wir hier? Verteidigung und Leben. Ja, das ist eigentlich nur ein bisschen mehr Verteidigung und Leben. Und der hier hat er den Prozent Initiative. Naja, gut, das ist eigentlich auch nicht so gigantisch. Aber was soll's, machen wir es ordentlich. Ist ja jetzt nicht so arg. Ich denke, hier reichen auch die Standard. Standardsachen, ja, das ist auch, gibt auch noch ein bisschen mehr Leben und Blocken und das ist vernünftig. Teuer wird das allerdings schon, wenn ich die denn damit aufrüsten will. Da wird einiges Geld reinfließen, aber so ist es dann eben. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, gerade für die Groller, einfach mit der Idee, dass die dann eben ja, stärker produziert werden, aber so habe ich halt die Produktion etwas schneller von denen. Muss es denn hinterher mit Geld upgraden? Da denke ich, werde ich denn vielleicht doch ja mal ein bisschen mehr Richtung Geld gehen. Ich denke, das
ist, glaube ich, schon vernünftig. Gut, er hat natürlich hier schon einiges zu produzieren. Trotzdem hier die 7 Gold und die 4. Ich habe ja eben auch eine ziemlich heftige Basis im Vergleich zu den 4 Basis hier. Überhaupt das öffentliche Getreidesilo. Ach, ich glaube, das passt schon so. Lass mal das ruhig. Der kann sich mit denen schon mal vereinigen. Okay, die kann ich schon mal upgraden. Immerhin, das ging schon. Ah, ich habe ja auch schon 10% mehr. Jetzt sehe ich das gerade mit den Kosten. Da sollte ich vielleicht wirklich warten. Weil es halt weniger kostet, wenn ich eben hier die Rüstung schon erforscht habe. Ja, das mache ich. Die 5 Runden kann ich warten. Ich muss ja sowieso hier noch ein bisschen 3 Runden und ein bisschen runterlaufen. Das ist okay. So, da ist der nächste hier schon in der nächsten Ära. Da hat auch einer die legendäre Tat gemacht. Okay, das Ding ist fehlgeschlagen, aber das war eh klar. Wahrscheinlich hat die einer geputzt. Überhaupt schauen wir mal wieder auf die Statistik. Wie sieht das aus mit der Forschung? Naja, ich bin schon noch gut hinten, keine Frage. Vor allen Dingen hier der dunkelgrüne. Naja, gut, aber den nehme ich mir vor, nachdem ich hier mit meinem Fraktionsquest soweit bin. Aber das wird sicher noch ein paar Runden gehen. So, und dann kann auch jede Runde der Winter kommen. Goller kann dann mal hier dazu. Oh, der braucht allein 133 Nachrüstung. Na gut, der hat fast gar nichts momentan. Die heilen hier ganz gut. Naja, der braucht schon noch ein bisschen, 72. Er steht ja in der Stadt. Wie hält er denn da pro Runde? Ach, jetzt ist auch noch Winter. Na gut, so ist das dann. Jetzt habe ich auch wenig Lebensregeneration und Käse, gerade wo ich sie brauche. Naja, gut, was soll's. So ist das dann. Wo ist denn jetzt hier der Groller hin? Da. Okay, die Armee ist komplett. Ich könnte jetzt auch upgraden. Aber nee, ich warte noch die 2 Runden. So, ja, na gut, das ist jetzt auch noch so eine Geschichte. Ich könnte jetzt hier Färbemittel. Ja, ich glaube, ich mache das sogar, aber bei 50%, das ist toll, 50% Einfluss. Naja, immerhin, das sind dann 6 statt 4. Und ich glaube, da kommt sowieso gleich noch hier dieser komische Kult da, der das erhöht. Ja, ich mache das mal hier, komm. Passt schon. So. Und dann, ja, wenn ich jetzt hier reingehe, danach muss ich mich hier wieder verteidigen. Weil dann kommen hier Leute, die die Stadt angreifen. Ach, ich warte die eine Runde hier. Das ist schon okay. So, na gut. Dann haben wir den jetzt so. Wenn ich jetzt hier einmal dabei bin, komm jetzt, ach gut, der bleibt hier drin auf jeden Fall, das ist keine Frage. Der Wesentliche ist er hier, Schadensbonusarmee. Und das sind dann eben 8 Schaden für die, und dann nochmal 10% drauf. Für jede Einheit.
Ja, das ist schon mal prima. Was haben wir hier noch für witzige Dinge? Das sind soweit primär Sachen, die halt eben auf die ganze Armee wirken. Das ist ein Initiativbonus. Aber na, das ist halt 4 Initiative, nochmal 10%. Na, ich weiß nicht so recht. Ich habe eigentlich eh genug Initiative. Das sollte normalerweise nichts passieren. Andererseits, das sind halt 10 Glasstahl. Die habe ich an sich. Das sind hier Sachen für die Stadt. Brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Erhöhte Position, das ist schon interessanter. All dieweil 60% auf den Bonus durch erhöhte Position, das ist natürlich schon interessant. Da versuche ich ja eh, dass ich da hochkomme. Allerdings ist halt nicht für die Armee, sondern nur für ihn selber, und dann ist es eigentlich Unsinn. Genau genommen sollte ich mir natürlich hier vor allen Sachen holen, die für alle wirken. Ich meine hier die mit der Bewegung. Klar, die brauche ich schon, aber die anderen Sachen finde ich dann doch nicht so sinnvoll. Das ist Eigenschaden, das ist Eigeninitiative, das fällt aus. Das wäre ja was gegen Ranged. So wie ich das ja auch den anderen Sachen mitgegeben habe. Könnte ich an sich nehmen. Das kostet 31, na gut, was soll's. Dann ist aber wahrscheinlich besser. Geld habe ich denn? Er bräuchte ja eigentlich auch eine verbesserte Rüstung hier. Muss man ja auch mal feststellen. Denke, da tut es aber auch, denn hier die Standardrüstung, die ist schon ganz okay für Teil 2. Das andere, ja, das ist ja alles viel Initiative, brauche ich nicht. Angriff, Schaden. Nö, ich glaube, da kann ich ganz gut mit leben. Das Schild werde ich vielleicht noch upgraden. Naja, danach ist mein Geld fast weg. Aber was soll's, dann habe ich jetzt wirklich eine sehr gute Armee hier. So, 5 Züge, keine feindlichen Armeen. Und dann kommt hier auch gleich noch die Reichweite. Das geht auch auf alle Einheiten. Sprich, eine, jetzt ist er auf 4 und die Waldläufer sind auf 5. Nun gut. Da sind sie doch schon mit ihren Säcken. Okay. Auf geht's. Mal gucken, was er jetzt hier so gebaut hat. Ach, da oben kann ich nicht rauf. Ja, er ist noch nicht ganz geheilt, leider. Naja. So, die können jetzt auf 5. Das heißt, er kann von hier auf den schießen. Der hat hier kein Ziel. Na, das wird spannend. Aber die ganze Initiative reicht eben doch noch nicht für. Und die reicht's auch nicht. Aber mit denen werde ich doch mal den vorwärts laufen, ein bisschen. Auf jeden Fall, dass das denn geht. So, dann soll ich jetzt aber schauen, dass ich auf jeden Fall hier die vordere Reihe, nicht, dass der hier reinläuft. Ich schieße erstmal hier mit allen auf den. Für den Fall, dass der kaputt ist. Und wenn da einige auf den wechseln, vielleicht auch auf hier, dann ist es halt so.
Wollen wir mal gucken. Boah. Das haut schon rein. Ja, das sind gleich andere Schadenswerte hier. Wobei, das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Gegner ab, was der für Abwehr hat und so. Direkt kann man das auch nicht immer... Okay, da haben sie ordentlich was weggerotzt. Der wird jetzt die Miliz angreifen. Aber das tut ja nur nicht weh. Da wollte ich doch mit dem hin. Na gut. Da durfte jetzt nicht viel übrig bleiben. EP, naja, das ist ja nicht sehr viel. So, da steht hier der Plan an den 6 Zügen. Na gut, kein Problem. So, müssen wir noch 3 Runden durchhalten. Ich denke, da kommen noch ein Angriff auf jeden Fall. So, da hat wer anders Megapolis gebaut, na gut. Das war jetzt klar, jetzt habe ich eben doch ein bisschen Forschungsrückstand, da kann ich die Dinge, was das Bauen angeht, nicht mehr hinkriegen. Ach, da ist ja Megapolis. Cool. Kommen wir ja glatt auf die Idee, vielleicht den hier zuerst anzugreifen, nicht den dunkelgrün. So, da wollen wir doch mal schauen, wie stellen wir das am besten hin. Okay, das sind auf jeden Fall diesmal langsame. Das sind meine schneller. So, da kann ich nicht hin. Moment. Dahin, 1, 2, ja, das geht. Ich da, hier ist der Milizplatz weg. Natürlich auch nicht so ideal. Hier ist auch ein Milizplatz. Ach, ich glaube, ich gehe hier hin und werde den hier umschießen. Sind die ersten, naja. Na, mal sehen.
So, gut. Jetzt könnte der blöde Winter aber mal langsam vorbei sein. So, die Höhlenwölfer sind schon auf 4. Da ist es ja. Plus 4 auf ausgebeutetes Gelände mit Anomalie. Und da habe ich ja doch einige Anomalien. Ich habe allein hier 2 und hier auch 2. Da kommt natürlich heftig was zusammen. Na, jetzt habe ich ja keine Probleme mehr. Kurzfristig zumindest, was den Einfluss angeht. So, jetzt habe ich ja noch 2 Ideen. Zum einen sollte ich vielleicht mal hier unten aufklären. Zumindest, dass ich mal sehe, wer hier eigentlich rumhoppelt. Und dann muss man mal gucken, weil ich denke, über kurz oder lang werde ich denn hier da oben angreifen. Meine Ansicht bietet sich der Zwicht zwar eher fast an, weil der hier auch Megapolis hat. Trotzdem der grüne, der dunkelgrüne hier oben, das ist der mit der fetten Forschung. Das sollte ich schon machen. Mal sehen. Dem habe ich am Anfang auch schon noch einen Helden rausgeholt. Mal sehen. Gut, geht ja relativ schnell hier. Ich habe ja überall die Straßen. Insofern gucke ich dann doch mal hier runter, wenn ich hier so treffe. Denke, mit der Armee, das ist jetzt durch. Jawohl. 20 Blutkristall erweitere ein neues Stadtzentrum oder ein Burg. Bezirk auf 2. Okay. Das wird dann wohl eher hier sein. Warte mal. Nochmal, oder? Ein Bezirk, ja, das ist jetzt die Frage, ob der hier zählt, das Museum. Fußballschuhstufe 2, Distrikte. Ich vielleicht doch lieber einen anderen nehmen. Grundsätzlich will ich ja in diese Richtung, um hier die Anomalie reinzukriegen. Da denke ich, dass ich dann eben und hier die Bezirke setzen werde. Das hat dann eben den Vorteil, dass diese beide dann auch auf 2 sind. Das wäre denn hier der fürs Quest. Und der fällt dann sozusagen mit ab. Vielleicht sollte ich aber, die Frage ist halt, wenn ich erst diese 2 nehme, das reicht natürlich für ihn. Aber die Frage ist, ob das zählt für das Quest. Na gut, das werden wir dann sehen. Eins nach dem anderen. Erstmal schauen wir hier runter. Hier sind die Monster natürlich schön am Plündern. Eigentlich will ich da gar nicht zwischengehen, um ehrlich zu sein. Lass die doch plündern. Aber wenn ich jetzt hier rangehe, werden die mich bestimmt angreifen. Ich würde ja eigentlich ganz gerne mit dem hier Diplomatie machen. Ach, da ist es schon, okay. Tabi Mezzari, ach du Schande, Mezzari, das ist ja auch. Oh, ich hatte es befürchtet, es ist quasi auch Walters. Meine Güte. Dreimal Walters hier jetzt sozusagen. Ach Mensch. Na gut, aber ich fange trotzdem da oben an mit dem Grün. Was soll's? Da machen wir noch das Getreidesilo. Das ist auf jeden Fall richtig und vernünftig. Ich krieg noch ein mehr auf Gelände mit Wald. Das haut stark rein. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Und dann kommen mal hier die Bezirksstraßen. Naja, dann sieht man das schon. Hier habe ich den Einfluss dann. Das mache ich auch. Geht schon. Das Quest läuft nicht weg. Ich habe ja auch nach wie vor gutes Wachstum. Wie ist denn das eigentlich hier? 2, 6, 10. 2, 6, 11. Naja, packe ich doch mal hier nur einen in die Forschung rein. Ja, so macht das mehr Sinn. Von 12 auf 9 und ein bisschen weniger Geld. Da muss ich mich auch drum kümmern. Hilft ja alles nichts.
Da ist der Wachturm gebaut und man wird gleich. Das Silo brauchen wir denn auch. Aber das kostet alles hier. Hier. Kostet natürlich Runden, aber was soll's, das ist nicht so schlimm, wenn das halt hier ein bisschen später kommt. Finde ich jetzt nicht gar so schlimm. Da sind die Dorgeschi. Frage ist, anomaliemäßig ist hier leider nichts mehr in der Nähe. Das sind hier die beiden Extraktoren. Hier wäre eine Anomalie, aber na gut, der Weg ist ja viel zu lang. Okay, ich denke, das kommt dann so schon hin. Ja. Geschlossene Grenzen, naja. Wie wollt das? Die haben keine Lust auf mich. Soll mir recht sein. Ich wende mich dann gleich den Grünen da oben zu. So, da ist dann der Wachturm, ja. Repariert das auch alles. Apropos Wachturm. Im Prinzip sollte ich natürlich eigentlich hier unten auch noch einen Wachturm setzen. Wenn ich schon da oben rumspringe. Ja. Na gut, aber ich denke, an dieser Stelle werde ich dann doch erstmal wieder noch eine Pause machen. Ist ja, glaube ich, soweit ganz gut gelaufen bisher. Nur die vielen Walters und die Forschung machen mir schon noch ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Da hängt es denn wirklich davon ab, wie gut ich das hinkriege, die hier niederzumachen. Ich habe ja eigentlich bisher nur meine eine Armee. Da sollte ich sicher auch schauen, dass ich dann vielleicht mal die noch ein bisschen vergrößere. Andererseits so ganz extrem groß und viel sehen die auch alle hier nicht aus, muss ich sagen. Normal wäre es wahrscheinlich sogar sinnvoller, wenn ich eben hier bei dem Mezzari anfange und mich hier hochkämpfe. Nur das Problem ist halt einfach, dass der Dunkelgrüne momentan der stärkste ist und den will ich abfangen. Und deshalb werde ich den doch zuerst angehen. Das ist nicht zu ändern. Und hoffe, dass die hier stillhalten, wenn ich den angreife. Soweit die Hoffnung. Na gut. Vielen Dank soweit für dieses Mal dann. Bis zum nächsten Mal.